Jeder vierte Schweizer fühlt sich gestresst. Nicht jeder hat ein Burnout. Hans-Peter Fluri, Chefarzt der Klinik Schützen, weiß, wann es heikel wird. Wenn die Erschöpfung so ist, dass man am Morgen kaum aufstehen kann, sich nicht mehr konzentrieren kann, eigentlich praktisch nur noch abseits der Tag arbeitsunfähig ist oder wird, wenn auch die körperliche Symptomatik stärker wird, wirklich schwere Schlafstörungen, viel körperliche Schmerzen, häufig ohne körperliche Ursache und dann mehr und mehr auch eine depressive Stimmung, bedrückt, pessimistisch, ausweglos. Das kann sogar bis zu Selbstmordgedanken führen. Pro Jahr werden rund 100 Burnout-Patienten in der Klinik Schützen behandelt. Es sind häufig Leute, die tendenziell perfektionistisch sind. Also die dann auch höhere Ansprüche an sich stellen, auch als Ziel. Und dann eigentlich das nicht so können, was man häufig muss, dass man priorisiert. Sondern sie müssen dann doch tendenziell von dieser Struktur her, können sie nicht sagen, ja nur 80% ist auch gut. Sondern sie müssen sagen, nein, 100%. Wenn vielleicht 100% gar nicht gefragt ist oder sogar viel zu viel Energie braucht und niemand sagt danke, sondern alle sagen, du bist zu langsam gewesen, oder? Wer in die Klinik Schützen kommt, leidet an einem schweren Burnout und ist krank. Trotz Warnsignalen über Monate trifft das Burnout jeden unerwartet. Auch ihn, 47-jährig, leitender Ingenieur. Ich habe es dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt wahrgenommen, und das ist auf dem Motorrad, beim Heimfahren. Mit 80 auf einer Landstrasse, wo ich mir gedacht habe, jetzt fahre ich statt links in die Kurve, fahre ich geradeaus. Das war der Punkt.